Jetzt schauen wir nochmal, ob der jetzt weggegangen ist. Zugang zum zweiten Stock ist Führungs. Ja, ja, ich wollte. Ungültig. Okay, dann Plan B. Ich gehe auf die Weltkarte. Und nehme mich gerade kurz. Ich kann von hier aus nicht schnell laufen. So viel heißt wie. Geht's runter? Gültiges Gesichtsmuster erkannt. Ja, ich weiß. Das heißt, ich gehe jetzt da nicht raus. Ich gehe jetzt hier raus und werde mich dann gleich nach Hidden Valley begeben. Quatsch, Hidden Valley. Müsste ich hier hinten noch hin, Nellis Air Force Base, da will ich sowieso noch mal hin. Ranger Station Bravo, da muss ich auch noch mal hin. Nordpassage, Ranger Station Foxtrot, Broad Rock Canyon. Aber erstmal gehe ich zur Bahnstation Junction 15. Und von da aus dann Richtung Black Mountain zu gehen. In der Richtung. In der Richtung, wo die Todeskrallen sind. Naja. Wow. Sag doch, dass sie hier vorne sind. Ja, okay. Überredet, ihr seid stärker als ich. Okay, auch keine gute Idee. Dann würde ich sagen, wir haben hier bestimmt noch was. Bei der karaminroten Karawane. Irgendwie ist es jedes Mal so, dass die Nase juckt, wenn ich live streame. Es ist doch zum. Oh, eine Mülltonne. Das ist gut. Jetzt nehme ich alles. Schön. Und wir sind jetzt hier vorne bei der karaminroten Karawane und ich kann noch mal zum Nordhof von Freeside gehen. Ganz einfach, um den Ort zu entdecken. Denn ich habe gemerkt, dass es einfacher ist, wenn man ein hohes Level hat, durch die Gegend zu kommen, als wenn man so ein niedriges Level hat. Und ich bin gespannt, was die jetzt von mir wollen. Hey! Schon mal was von den Teamsphäre gehört, Junge? Die einzige Regel lautet, legen Sie durch sich nicht Tor mit den hier gelangen an. Sie direkt zum Strip. Das sind die Kings. Da könnte ich Freeside betreten. Wie sieht's aus? Aber ich habe hier noch eine Gegend, die ich erkunden könnte. Und ich hoffe, dass das auch wirklich eine Gegend ist, die ich erkunden kann und nicht etwas, wo ich da erstmal rein müsste. Das hier ist Platz von Nordvegas. Schrottplatz von Nordvegas. Und hier hinten führt eine Stromleitung lang. Das ist schön.
Irgendwas ist hier voraus, weil mir sagt, da muss ich hin. Und ich weiß nicht, wie weit es weg ist. Ah, die Nellis Air Force Base. Ja, dann nutze ich doch mal die Gelegenheit und stelle mich hier hin, um Wasser zu lassen. Gut, kurz mal gegengeschifft und weiter geht's in diese Richtung, auch wenn ich eigentlich nach New Vegas wollte. Tja. Aber wir hatten ja eh noch die Mission offen, dass ich denen da hinten mitteile, dass sie neue Codes brauchen, um zu funken. Und zwischendurch kann man ja vielleicht noch ein paar interessante Leute, Orte treffen. Und den Kühlschrank blättern. Na komm, nehme ich mit alles. Wir brauchen ja ein bisschen Budget. 10.000 Kronkorken und Angriff. Ja, 10.000 Kronkorken um kommt ja. Ich weiß nicht, wo die Gegner sind. Oder ich sehe sie einfach nicht. Voraus. Ihr schießt jetzt nicht auf diese Doppelkopfrahmen, ja? Okay, dann schießt ihr halt auf die Rahmen. Ich dachte jetzt irgendwie an Skorpione oder sowas. Auch lecker. Okay, hier ist noch einer. Wollt ihr den auch erschießen? Ärger. Nein, Brahmin. Ich das halt. So, weiter zu dem Ziel da drüben. Der klingt ja auch gut. Ja, 10.000 brauche ich für das Ding, was mir Energie wieder beschafft. Automatisch. Und die kriege ich, glaube ich, nie zusammen. Und wenn doch, dann viel zu spät. Was ist hier zu entdecken? Karton. Fields Hütte. Ich kann die Tür öffnen nach Fields Hütte. Mal gucken, was da drin los ist. Hallo, jemand zu Hause? Ich kann hier schlafen, ich kann mir hier einiges mitnehmen. Aber kein Fields weit und breit. Oh, Munition. Die glaube ich noch nicht mal. Hier ist wirklich gut Munition drin. Im Ofen vielleicht auch noch Munition? Nein, nur Zündflammen. Ah, hier sind noch Spielzeugkasten. LGM. Luftgewehr, Spielzeugauto, Teddybär. Noch eine Munitionskiste. Mitnehmen, alles an Munition mitnehmen. Kann man immer gebrauchen. Okay, dann gehen wir raus aus Fields Hütte und freuen uns, dass wir das entdeckt haben. Wir können hierhin schnell reisen, das ist auch gut. Und wer steht da rum? Bist du etwa Fields? Hey, ganz langsam, sonst werden sie genauso in Stücke gerissen wie die anderen Idioten, die sich ins Gebiet der Rumser gewagt haben. Jetzt, wo sie schon mal da sind, haben sie vielleicht Interesse an einem kleinen Tipp? Ist zwar nicht ganz billig, aber es lohnt sich. Wenn ich genug Geld habe, aber ich habe genug Sprache. Du kannst es mir erzählen oder du kannst die Unterseite meiner Stiefel erzählen. Hey, ganz ruhig. Ich red ja schon. Ich bin ein Spieler und Sammler. Ich mache etwas Geld durchs Spielen und etwas durch das Sammeln von Dingen, die keinem mehr gehören. Also, wollen Sie jetzt meine Hilfe oder nicht?
Danke für die Warnung. Was geht denn hinter diesen Schildern vor sich? Ei, 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 Sie haben noch nichts von den Rumsern gehört? Unter was für einem Stein leben Sie denn? Sie sind ein Haufen granatenschmeißender Trottel, die in Nellis hausen. Wenn Sie sich in Ihr Gebiet wagen, sind Sie schon so gut wie tot. Gibt es einen anderen Weg? Es gibt einen Weg und den verrate ich Ihnen auch, aber nur, wenn Sie bei einer Wette mitmachen. Eine Wette? Lass hören. Nun, ich weiß, wie man reinkommt. Geben Sie mir die Kronkorken, dann verrate ich Ihnen wie. Wenn Sie lebend wieder rauskommen, kriegen Sie Ihren doppelten Einsatz von mir wieder. Ach, so eine Wette. 300 Kronkorken habe ich, glaube ich, gerade gar nicht. Wie Sie meinen, kommen Sie wieder, wenn Sie genug davon haben, sich Granatsplitter aus dem Hintern zu ziehen. Okay. Ich wollte jetzt aber eigentlich, ich muss da sogar hin. Okay, hier sind die Schilder. Und ich komme hier jetzt irgendwie nicht hoch, ne? Nö. Wäre auch zu einfach gewesen und der Spieler ist auch schon... Ne, der bleibt da. Zu der Autobahn da hoch komme ich nicht hoch, oder? Hier ist auch noch Munition, ne? Alles klar, gut. Wie ich schon sagte, Munition kann man nicht genug haben. Hier komme ich nirgends hoch. Aber da rechts komme ich irgendwie hoch. Hier ist auch noch was. Umspannwerk. So heißt es. Oh, was sind das da drüben für welche? Hallo, Siedler. Howdy. Medikamentenabhängige. Hallo. Okay, ich gehe mal hier. Die RMK hat sich Nelson wiedergeholt. Vielleicht können sie diesen Krieg doch noch gewinnen. Ja, vielleicht. Aber ich gehe jetzt erstmal hier diesen Weg entlang. Obwohl hier auch die Stelle von unten. Caesar hat ihren Tod befohlen und die Legion gehorcht. Machen Sie sich kampfbereit. Okay. Na los! Ich wusste, dass ich eine Schauspielerin werden soll. Einer nach dem anderen. Hey. Alter. Rüstung ist ein bisschen schlechten Zustand. Ja, dann erschieß mich doch. Mann, irgendwie kriege ich hier nichts gebacken heute. Vielleicht sollte ich doch erstmal auf den Strip gehen. Platz von Nordvegas. Ein Postanrufkasten. Da schon mich am Klebeband. Was sollte ich da drin sonst hin? So, dann gehe ich mal zur Nordpassage. Vielleicht ist da ja noch was Interessantes. Und etwas, das mich nicht umbringt. Ansonsten gehe ich gleich wirklich direkt auf den Strip und kehre nicht wieder um. Nein, umkehren kann ich natürlich immer, aber... H&H Tool Company. Fabrik von H&H Tools. Aber irgendwie sollte ich hier nochmal zur Nordpassage.
Nur um den Ort zu entdecken, oder hatte ich da was vor? Ich weiß es nicht mehr. Hier ist auch alles ziemlich kaputt. Aber wenigstens steht noch eine Couch hier rum. Und direkt vor mir ist dann die Nordpassage. Mit einer ziemlich kaputten Gegend hier. Ja, Nordpassage. Wie weit denn noch? Na, guck mal hier. Zugang zur Nordpassage. Ich gehe mal in die Nordpassage. Mal gucken, was sich dahinter verbirgt. Ich habe nämlich keine Ahnung, was das sein könnte. Also abgesehen davon, dass ich hier... Hi. Stella. Happy Trails. Happy Trails. Schricky. Du bist der Erste, der hier steht. Also spreche mit dir, Jet Masterson. Howdy, mein Freund. Sie Howdy. Haben meinen kleinen Funkspruch empfangen? Ja, Sie sehen so aus. Okay, erzählen Sie mir mehr über den Auftrag. Der Job ist ganz einfach. Sie helfen uns, nach Zion und Neukana anzukommen. 25 Kronkorken pro Tag. Eine Hälfte sofort, die andere bei Rückkehr. Einen Aufschlag gibt's, wenn wir es nach Zion schaffen. Und noch einen, wenn wir Neukana erreichen. Okay. Ach, und noch was. Erwähnen Sie niemanden gegenüber den Namen Joshua Graham. Verstanden? Okay, wer ist das und warum sollte ich nicht über ihn sprechen? Lassen Sie es einfach. Das macht die Neukana Anita mächtig sauer und die Stammesleute würden sich die Hosen voll machen. Und kein Wort über den Verbrannten rate ich Ihnen. Zu Ihrem eigenen Besten, glauben Sie mir. Du erzählst immer mehr und ich weiß immer noch nicht, was das soll. Okay, das war's für den Moment, aber ich werde wiederkommen. Ja, davon gehe ich aus. Okay, ich dachte, das wäre vielleicht ein Umweg, wie ich da hin könnte, aber... Okay. Dann ist das hier also die Nordpassage, wo ich den Happy Trails Express treffen kann. Ich möchte jetzt aber gerne zum Nordtor von Freeside. Vielleicht komme ich ja jetzt... Habe ich nicht noch irgendwelche sinnvollen Aufgaben, die ich so erledigen könnte und die nicht kaputt machen? Ich flagge unsere Versager. Achso, das ist das da, ja. Verlass dich auf mich. Die Rechnung der Kaminkammer. Ah, das könnte ich doch mal machen. Rechnung zu den Leuten hier bringen, weil da wollte ich sowieso nochmal hin. Denn die bringen mich, glaube ich, nach New Vegas. Oder auch nicht. Mal sehen. Erstmal bringe ich dem die Rechnung von der Krankenpflegerin da vorne. Und ich glaube, ich habe auch hier noch einiges zu tun, denn ich war, glaube ich, noch nicht auf dem Flugfeld. Aber wie es so bei Fallout ist, halt... Es gibt immer was zu tun. Egal, was man schon gemacht hat, es gibt immer noch eine Aufgabe, die man machen kann. Und ich glaube, das wird sich auch in den nächsten Teil nicht ändern, den ich demnächst mal spielen werde. Ich habe ihn mir gerade letztens gekauft. Trotzdem werde ich noch Fallout 3 New Vegas durchspielen, bevor ich dann Fallout 4 anfange.
Achso, ich wollte ja die Rechnung wegbringen. Jetzt wollte ich schon da lang und rausrennen, aber erstmal die Rechnung. Schön, wie das hier klingt. Ich darf nicht mal die Mülltonne durchsuchen, ohne dass es Glaurob wäre. Okay, ich muss runter. Hier. Guten Abend. Ach, guten Abend. Hatten wir nicht das schon mal das Vergnügen? Bin gerade ziemlich beschäftigt, aber reden kann ich. Okay, normalerweise ist es eine Ausrede, dass du nicht reden kannst, Angela, aber okay, danke. War mir ein Vergnügen. Wenn Sie mal was brauchen. Ich bin fast immer im Labor. Ja, werde ich mir merken. Wer bist du denn? Ist mir ein Vergnügen, Sie zu treffen. Ich bin Dr. Thomas Hildern, operativer Direktor AWI Ost. Ich vermute, Sie kommen wegen Vault 22. Ja, das stimmt. Wunderbar, dann wollen wir mal. Haben Sie die Einverständniserklärung? Nein? Macht nichts, das behalten wir für uns. Vault 22. Tja, wo fange ich da an? Am Anfang. Ich höre. Stellen Sie sich nur einen Moment lang vor, das Ödland erblüht. Riesige Kornfelder aus Samen gezüchtet, die in nur einem Monat heranreifen. Obstplantagen, deren Bäume unter der Last fetter, reifer Orangen fast zusammenbrechen. Eine Ernte, die eine Stadt satt bekommt oder eine Nation. Und all das erfordert nicht mehr als ein paar Tropfen kostbaren Wassers und die Arbeit einer Handvoll Menschen. Bauern, unmöglich? Nichts ist unmöglich. Exakt. Die Wissenschaft hat dies 1000-mal bewiesen. Aber wie viele Ödlandwilde glauben daran? Anwesende natürlich ausgenommen. Die erwähnte Wachstumsfülle ist übrigens keine Fantasie. Sie existiert in primitiver Form, nur wenige Meilen von hier entfernt. Mhm. Wir brauchen nur zuzugreifen und ihr Geheimnis zu entschlüsseln. Das ist es, wofür das AWI Sie braucht. Aha. Die wissenschaftliche Arbeit ist nie so leicht. Ach, man konzentriert seine Bemühungen oder die anderer Leute auf ein Ziel und macht Fortschritte. Alles eine Frage der Motivation, weiter nichts. Ich glaube, die Bewohner von Vault 22 haben das Geheimnis vegetativen Wachstums entschlüsselt. Aus dem Tor wuchern Pflanzen. Keiner kümmert sich um sie, keiner wässert sie. Trotzdem vermehren sie sich und wuchern in alle Richtungen. Finden Sie den Grund für dieses wundersame Wachstum heraus und ich verspreche Ihnen, das AWI wird Sie fürstlich entlohnen. Na gut, ich mach's. Gut, Sie brauchen sich nicht an die RNK-Behörden zu wenden. Ich kann Ihre Bezahlung aus AWI-Mitteln autorisieren. Vaults haben in der Regel einen Serverraum auf einer der unteren Ebenen, wo die Forschungsdaten gesichert werden. Ja. Einen Computerraum, verstehen Sie? Ja, ja. Laden Sie alle Informationen des Zentralservers auf Ihren Pip-Boy herunter und bringen Sie mir unbedingt alle Notizen oder Proben, die Sie finden. Okay, mache ich. Klingt nach einer guten Aufgabe. Sonst noch etwas, was ich wissen sollte? Ich dachte, der Auftrag sei ziemlich klar. Es geht lediglich darum, die Daten zu beschaffen. Sollte wohl nicht allzu schwer sein. Das Herunterladen der Datei besorgt Ihr Pip-Boy. Betrachten Sie sich als reines Transportmittel, wenn Sie so wollen, ist nicht beleidigend gemeint. Okay, ich habe noch ein paar andere Fragen. Oh, welche, wenn ich fragen darf? Bin ich auch gespannt. Reden wir mal über das AWI. Das Amt für Wissenschaft und Industrie, ein ergiebiges Thema. Ich könnte stundenlang darüber reden, aber das würde Sie gewiss langweilen. Sagen wir mal so, wir sind die Speerspitze der RNK. Unsere Arbeit dreht sich um praktische Angelegenheiten. Medizin, Technik, Biologie. Ja. Der Damm beispielsweise. Das AWI regelt die Energieversorgung der Städte im Westen. Das ist nur einer unserer Verantwortungsbereiche. Okay, Sie erwähnten, dass Sie Direktor des AWI wären. Direktor des gesamten AWI. Ich. Wenn ich's nicht besser wüsste, würde ich sagen, Sie versuchen mich auf seltsame Ideen zu bringen. Nein, ich leite unsere östlichen Operationen.
Meine Aufgabe ist es, die Stromleistung des Damms auf ein bislang unerreichtes Niveau zu steigern. In meiner wenigen freien Zeit widme ich mich zudem dem Problem der Nahrungsmittelproduktion. Okay. Und ich habe da einige vielversprechende Ansätze. Das klingt doch mal gut. Sie machen das alles ganz allein? Ja, mit der Hilfe meines Teams natürlich. Mhm. Gibt es eine Nahrungsmittelknappheit in der RMK? Noch nicht. Aber unsere Regierung kennt den Wert proaktiven Denkens. Unsere Studien projizieren ein Ungleichgewicht zwischen Produktion und Verzehr. Oder für Laien wie Sie, nicht genug zu essen, zu viele Mäuler zu füttern, Hungerkatastrophen. In einem Jahrzehnt oder so. Okay, wofür ist das Amt noch sonst noch zuständig? Wir unterstützen einige von der Republik gesponserte Programme mit Pachtfarmen in der Gegend. Aber wie ich höre, entwickeln die sich nicht so gut. Es gab Klagen wegen der von uns zur Verfügung gestellten Wassermenge. Aber das sind sicher nur Ausreden, die von mangelnder Sorgfalt ablenken sollen. Sie kontrollieren von hier aus den Staudamm? Direkt? Nein. Aber wir versuchen, seine Leistung zu maximieren. Sie haben keine Ahnung, wie schwer es ist, eine ganze Nation mit Strom zu versorgen. Nee, glücklicherweise haben wir auch die Einrichtung Helios One. Einer unserer externen Partner konnte die Station vor kurzem in Betrieb nehmen. Sein Name war so ähnlich wie Excelsior oder Phenomeno oder... Kruse-Kills? Das war ich vorhin? Toll. Das war ich. Ich habe Helios... Toll. Ja, das war's, genau. Wie sind Ihrer Meinung nach die Chancen der RMK gegen die Legion? Um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung. Das Kämpfen überlasse ich Colonel Shu und ich erwarte, dass er die Wissenschaft mir überlässt. Zu viele Leute haben eine Meinung über Dinge, über die sie nichts wissen. Und je dümmer die Leute, desto mehr Dinge, zu denen sie eine Meinung haben. Mhm. Okay, auf Wiedersehen. Ja, Wiedersehen. Ich soll irgendwas mit dir tun. Ja? Brauchen Sie sonst noch was? Ich habe eine Rechnung von Sie, von Alice McFlattery. Von Alice? Ich werde ihr die Bezahlung direkt zukommen lassen. Die Kaminrote Karawane führt ein strenges Regiment, auch hier im Ödland. Man sollte sie nicht warten lassen. Sonst noch was? Oder waren Sie nur wegen der Rechnung hier? Eigentlich war ich nur wegen der Rechnung hier, aber... Danke, dass du mir die Vault 22 schmackhaft gemacht hast. Ja, Wiedersehen. Wiedersehen. Herr Dr. Hildern geht mich ja eigentlich wahrhaftig nichts an, aber hat er Ihnen einen Job gegeben? Ja, er hat mich gebeten, ein paar Daten aus der Vault 22 zu holen. Warum sind Sie so interessiert? Interessiert nicht, eher besorgt. Es ist halt... Sie sind nicht die erste Person, die ihr zur Vault 22 schickt. Und ich weiß, er würde es nie zugeben. Da waren eine Menge Söldner, einer nach dem anderen. Keiner kam je zurück. Dann, etwa vor einer Woche, war es eine Wissenschaftlerin, Keely. Ungewöhnlich. Nicht die Art Mensch, die man erwartet, aber ein echtes Genie. Und er hat sie nicht erwähnt? Nicht mal ihren Namen? Oder die anderen Söldner? Nein, Heldin hat niemand anders erwähnt. Aber jetzt hat er sie angehört. Das kann zwei Gründe haben. Er hat von Keely gehört und sie hat's nicht geschafft. Oder er hat sie abgeschrieben. Hören Sie, ich verdiene nicht übel, aber reich bin ich wirklich nicht. Vielleicht würde mein Honorar einen Durchschnittssöldner eher nicht zusagen. Aber ich bezahle Sie, wenn Sie Keely suchen und zusehen, dass sie in Sicherheit ist. Sie da draußen zu lassen, weiß nicht mal, ob sie noch lebt. In Ordnung, ich werde nach Ihnen Ausschau halten. Ich hatte bei Ihnen ein gutes Gefühl, schon als Sie hereinkamen. Ernsthaft. Ich habe noch ein paar Fragen. Aber gern, fragen Sie. Was können Sie mir noch über Keely sagen? Keely ist brillant, ein absolutes Genie. Sie spielt gern die Böse, aber das ist nur Fassade. Wenn man so lange lebt wie sie, wird man zurückhaltend gegenüber neuen Leuten. Wer will schon Freunde gewinnen, wenn er weiß, dass er sie überlebt? Naja, das habe ich mir jetzt eigentlich noch nie gedacht, als ich jemand kennengelernt habe, dass ich mir gedacht habe, hey, ich lebe bestimmt länger als du. Wie alt ist Keely denn genau? Das wollte sie mir nicht sagen. Aber sie erzählte vom Krieg, vom großen Krieg, als die Bomben fielen, als wäre sie dabei gewesen. Also nehme ich an, ziemlich alt.
200 Jahre? Vielleicht noch älter. Okay, und wie kommen Kili und Hill dann miteinander aus? Wie eine Brahmin und eine Todeskralle. Obwohl ich nicht sicher bin, wer da wer ist. Der Vergleich hinkt wohl. Auf ihre Art sind beide Todeskrallen. Kili hasst Hildurn. Sie sagt, er sei mehr ein Politiker als ein Wissenschaftler und behindere wahre Entdeckungen. Und Hildurn hasst Kili, weil sie ihn jedes Mal wie einen Esel dastehen lässt, wenn sie aufeinandertreffen. Meist vor wichtigen Leuten. Ja. Und was ist deine Aufgabe hier? Forschungsleiterin. Hauptsächlich am Dammprojekt. Aber ich helfe auch anderweitig aus, wenn ich gebraucht werde. Man muss flexibel bleiben. Was halten Sie von Dr. Hildur? Vom Direktor? Er ist sehr wortgewandt und weiß viel. Und das klang nach Schleim. Er scheint ja vor allem Wert auf Ergebnisse und nicht so sehr auf Menschen zu legen. Er ist nicht gerade warmherzig. Es sei denn, er will etwas von einem. Und selbst dann ist es eine Art kalte Wärme. Ich konzentriere mich meist auf die Wissenschaft und versuche, ihn zu vergessen. An der Arbeit beteiligt er sich ja nicht. Obwohl er was anderes sagt. Dr. Hildern brüstet sich also mit ihrer Arbeit? Allerdings. Jeder weiß das. Ich muss diesen Job halt einfach durchziehen, bis das Projekt abgeschlossen ist. Aber Kili im Stich zu lassen, das ging zu weit. Sich mit fremden Federn zu schmücken, naja. Aber jemanden im Ödland in den Tod zu schicken? Wenn Hildern versucht, weitere Söldner anzuwerben, werde ich sie warnen. Was kann er mir schon tun? Ich bin die Einzige, die das Labor führen kann. Ja, das klingt doch gut. Hildern hat die Anhänger der Apokalypse erwähnt. Hat er gar nicht, aber egal. Mein Vater hat gut von ihnen gesprochen, aber das ist Jahre her, als sie noch Bauern und Viehzüchter unterrichteten, über Pflanzwechsel und so. Inzwischen haben sie sich verändert. Sie tun, was sie können, um dem Ansehen der RNK zu schaden und uns bei den Einheimischen schlecht zu machen. Dr. Hildurn wurde vor Jahren von ihnen ausgebildet. Ich allerdings nicht. Bin ein echtes AVI-Mädel. Okay, ja. Ich habe gehört, dass das Essen hier ziemlich schlecht sein soll. Widerlich, um es genau zu sagen. Die meisten versuchen von draußen zu beschaffen, was geht. Und wenn's nur ein geschmuggelter Schokoriegel ist. Contreras ist ein Genie. Er treibt so gut wie alles auf, was man braucht. Braucht aber Kronkorken als Motivation. Umsonst gibt's bei ihm nichts. Okay, ja. Dann danke ich dir für die Informationen und bis später. Yep. Passen Sie auf sich auf. Mach ich. Und ich suche dann auch noch Kili.